kannst du uns was über deine Truppe an sich erzählen? Die reißen schon was weg. Wenn die Richtung klar ist, wo es hingehen soll und alles da vorhanden ist, was man dafür braucht, dann knallt das schon ganz gut schön, wenn die los sind. Echt, das ist Mama wirklich eine Freude, weil jeder weiß, wo er anfassen muss und dann kriegt man mal ganz schön was fertig. Wir sind das Unternehmen Henrichs Holzbau hier im Wisping-Hörpel. Mein Name ist Klaus-Dieter Renk. Ich habe das Unternehmen 1995 übernommen. Vorgänger, der den Namen Hinrichs trug. Wir bieten die klassischen Zimmererarbeiten an, wie Dachstühle, Carports, Fassaden. Wir bieten Komplettlösungen an, Bauten, die komplett aus Holz erstellt sind, bis auf das Betonfundament, was sie meistens dann doch noch benötigen. Die ganze Bandbreite, was irgendwie mit Holzbau zu tun hat, führen wir aus. Ein klein bisschen in Ingenieurholzbau, also ein bisschen Hallenbau, Remisen. Also die erste Kontaktaufnahme in der Regel erfolgt ja über Telefon oder per Mail. Wenn sie über Telefon erfolgt, ist es relativ einfach, weil dann gleich sortiert wird, ist es überhaupt eine Leistung, die wir ausführen. Ansonsten ist es so, dass Corinna die erste Beratung macht, abstimmt, wann die Unterlagen erforderlich sind, welche Unterlagen erforderlich sind, betreut als erstes erstmal den Kunden. Wir sind im Grunde genommen für den fachlichen Part zuständig. KD, warum ausgerechnet Holz? Holz ist der nachhaltigste Werkstoff, den wir in Deutschland haben. Heimisch, kurze Transportwege, CO2-speichernd, braucht keine große industrielle Bearbeitung, ist vielfältig einsetzbar. Wenn ich ehrlich bin, ist es eigentlich das, was den Beruf des Zimmermanns auszeichnet. Das ist die Liebe zum Holz. Und was zeichnet das Team von Hinrichs Holzbau generell am meisten aus? Dieser wechselseitige Lernprozess, den wir haben, wo Jung und Alt sich austauschen, wo die Erfahrung auf neues Wissen trifft, das ist spannend zu erleben. Uns zeichnet, glaube ich, aus, dass wir vor keinem Projekt zurückschrecken, was uns angetragen wird. Wir haben das Glück, dass wir wirklich eine große, treue Kundschaft haben, die uns immer wieder mit verschiedensten Projekten betraut und wir dadurch auch eine große Bandbreite abdecken können. Dass wir immer wieder bestrebt sind, auch neue Dinge und neue Verfahren anzuwenden. Das macht eine große Freude und am Ende ist das Ziel immer, dass wir einen zufriedenen Kunden haben.